Ja, ich hoffe, die Kinder tun sich nicht zu schwer heute mit dem Zuhören. Wisst ihr, warum wir eigentlich vor, wenn jemand nach vorne geht, dann singen? Ne? Dann unser Diaphragm, wovon Hari gesprochen hat, das bewegt sich dann und dann kommt unser Blut, bewegt sich und dann funktioniert auch unser Kopf wieder ein bisschen. Kommt ein bisschen mehr Sauerstoff rein und dann läuft das wieder irgendwo und dann kann man noch ein paar Minuten aushalten. Und wir haben eben bei der Geschichte von John Bunyan gesprochen und irgendwie auch heute dieser Gedanke irgendwie, der geht irgendwie durch den Gottesdienst. Harald über Titus 2, ich werde über Titus 3 sprechen dann, okay? Wir haben uns nicht abgesprochen, ich war sehr überrascht, wo er sagt Titus 2, eine sehr gute Einleitung, Harry. Aber wir sprachen über John Bunyan und John Bunyan, der lebt ja in einer Zeit und diesen Gedanken, der jetzt eben da auch war, er hatte ja die Denkweise gehabt, dass wenn er viele Sachen, gute Sachen tut, dann würde er Christ sein. Und wenn er nicht gute Sachen tut, dann ist er halt nicht Christ. So, das ist der Unterschied. Und das ganze Problem war ja, dass er in einer Zeit lebt, das ist ja noch vor George Whitefield. George Whitefield kam ungefähr 1517, ist er, glaube ich, geboren. Ne? So, 1514, glaube ich. Ne? Aber wie viel? 17, ne? Genau. Also er wird ja erst 50 Jahre nach ihm geboren. Und der hat dann wirklich diese Reformation und auch das Ganze ins Rollen gebracht. Aber die Menschen dachten, weil sie unter diesem Staatssystem waren, dachten sie sehr oft gerade das, was auch Harry gesagt hatte. Und das auch, wir werden wahrscheinlich nächstes Mal hören, wie sich das auswirkt, wo John auf einmal dagegen geht, dieser John Bunyan, und wo er nicht mehr mit diesem System mitmacht. Ja, die die Bibel haben, können Titus 3 aufschlagen. Ich werde wahrscheinlich die meiste Zeit leben. Und Harry stellte die Frage, ja, wie ist dieses, wie tut sich unser Leben oder wie wirkt sich das, was wir tun, oder wie kann unser Zeugnis effektiv sein, wenn wir auf Arbeit sind oder unter Freunden, als Leben, als Christ, unsere Friede, Freude, wenn das rauskommt und weitergeht, wie kann unser Licht leuchten, so dass Menschen Gott preisen, auch mit dem, was wir tun, dem, was wir machen. Ja? Und da waren halt einige Sachen, die Harry schon erwähnt. Und das Problem ist, dass auch wir, ich glaube Männer auf jeden Fall, wir lieben das, auf der Couch zu liegen. Und dann kommt die Frau zu uns und sagt, was machst du? Nix. Wir machen wirklich nichts. Wir wollen nichts, wir denken nichts. Oder? Ich weiß nicht, so geht es zumindest mir. Ich muss immer sagen, der faule Bauch muss sich bewegen. Nicht in diesem Sinne natürlich, ja. Faule Bäuche, böse Tiere und Lügner, so sind die Kreter. Und wir leben eigentlich in einer Zeit, wo auch dieses Problem da ist. Und das war auch das Problem, das Titus hatte, auch mit diesen Kretern, wie Harry das schon sagte. Und wir leben in einer Zeit, in der es heidnisch zugeht, wo nicht nur ein paar Leute heidnisch sind, sondern wo wir sehen, dass unsere Regierung, dass die Leute, die über uns stehen, dass das ganze System, in dem wir leben, dieser Spiegel der Gesellschaft, dass es halt immer weiter runtergeht. Es geht immer mehr Sachen, mit denen wir nicht übereinstimmen können, die uns gegen den Strich gehen, die uns stören, die immer gottloser werden. Diese Sachen, die kommen immer mehr und immer stärker und sind immer mehr da. Und die Frage, die dann ist, was ist denn die Aufgabe? Und das Problem war bei diesen Kretern, sie hatten schon mal einen schlechten Anfang gehabt. Also die Bedingung war ja, Vers 12, ne, 1 Vers 12, sagt, die Kreter sind von jeher Lügner, böse Tiere, faule Bäuche. Ich sage, mit dem faulen Bauch kann ich mich sehr gut identifizieren. Und ich denke, dass hier auch ein Problem war, dass auch hier mit diesem Brief auch angesprochen wird. Und da kriegt Titus diesen Brief von geschrieben und und er soll die Leute erinnern. Und zwar erinnere sie. Und das ist Vers 3, 3 bis 8, will ich diese Verse durchgehen. Erinnere sie, dass sie sich den Regierenden und Obrigkeiten unterordnen und gehorsam sind, zu jedem guten Werk bereit. Also Titus hat wusste, oder er lebte in einer Zeit, oder diese Leute, und ich denke, dass irgendwo Paulus das mitbekommen hat, dass das nicht von irgendwo herkam, sondern dass Paulus auch wusste, dass auch Titus in dieser Gesellschaft lebte, die kaputt war.
wo sogar die Leute, die ganz oben waren, mehr Katastrophen bewirkt haben wie Gutes. Und so sind jetzt auch diese Christen auf dieser, in dieser Gegend und sie leben mit diesen Menschen. Und jetzt, natürlich würden wir sagen, Titus, was musst du machen? Was müssen die Christen machen, die jetzt da sind, die dieses Problem haben, die das Problem haben mit der Regierung, mit denen, die über ihn gesetzt sind? Und gerade auch, weil wir über John Bunyan geredet haben, ich dachte gerade, und der König, gerade in England, der konnte oft nicht viel tun, weil die hatten ein Grundgesetz gehabt. Ich würde das Grundgesetz nennen, ich weiß nicht genau, wie das hieß, aber dadurch hatte der König seine Macht war immer schon in England beschränkt. Also deswegen hat England sehr oft viel besser, wenn das Geld weg war, konnte er nicht einfach die Leute ausrauben meistens, weil da waren diese ganzen anderen Lords und der musste von denen das Geld bekommen, damit er seinen Krieg weitermachen musste. Und da war immer das, die haben gesagt, nee, mein Geld bekommst du nicht. Und da gibt es auch sehr viele interessante Geschichten auch gerade, wie diese Sache ist. Aber egal, welches System man hat, egal, was man in welchem System man lebt, wie verhält man sich? Wie verhält man sich in einer gottlosen Regierung? Ist das Ziel, unsere Gesellschaft zu verändern? Ist das wirklich unser Ziel? Oder was war das Ziel dieser Gemeinde? Und ein interessanter Gedanke, und der ist eigentlich, liegt da unserer menschlichen Natur zuwider, dass, wenn wir darüber nachdenken, ist, wenn wir unsere Gesellschaft verändern wollen, dann heißt das, dann müssen wir uns zuerst mal selber verändern. Wenn wir unsere Gesellschaft verändern, dann müssen wir dieses Wort studieren, dass wir wissen, was wirklich wahr ist, was wirklich Wert hat. Und dann müssen wir Botschafter Christi werden. Auch gerade Titus 2, Harry sprach das schon an. Es ist wichtig, wie, nicht was wir sagen sogar. Es ist wichtig, was wir sagen. Aber wir können sagen, was wir wollen, wenn unser Zeugnis, wenn unser Leben nicht stimmt, können wir auch gleich den Mund zumachen. Ich habe Leute kennengelernt, die wussten sehr viel und sie waren nicht glaubwürdig. Und so schreibt Titus an, schreibt Paulus an Titus und er schreibt über diesen Text. Und er spricht dies an und sagt, erinnere sie, dass sie nicht hier ihr Bürgerrecht haben eigentlich. Dass sie nicht hier zu Hause sind. Erinnere diese Leute, und zwar, was sollen sie machen? Obwohl sie vielleicht Kinder Gottes sind, obwohl sie im Kontrast stehen zu diesem ganzen System, erinnere sie, dass sie sich der Regierung und der Obrigkeiten unterordnen sollen. Hier sind die grausamen Römer, die Juden sind unterdrückt, die Menschen sind unter diesem römischen Heer, das oft gegen diese Grundsätze der Christen stand, dass die Christen verbrannt hat, dass die vorgeworfen hat, den Fraß, den Dings. Sie haben alle den Tieren in der Arena. Sie haben immer, also das ganze System war eigentlich gegen sie. Und hier sagt er, erinnere sie. Put in remembrance. Erinnere sie und auch weiterhin. Das heißt nicht nur einmal, ich habe einmal gesagt, einmal im Leben reicht. Ne? Wir haben mal darüber gesprochen vor 50 Jahren, ist gut genug. Sondern erinnere sie, ist immer wieder, das ist gerade auch im Griechischen schwingt dieses mit, dieser Idee des Kontinuierlichen, immer wieder müssen wir uns erinnern. Wir machen das ja auch beim Abendmahl so. Wir wissen doch alle, dass Jesus gestorben ist. Wir wissen alle, dass er ans Kreuz gegangen ist. Er hat für unsere Sünden bezahlt. Wir brauchen das noch nicht jeden Sonntag wiederholen. Und dann machen wir noch dieses Abendmahl. Warum? Weil wir immer wieder erinnert werden müssen. Weil wir Menschen, das geht uns so schnell aus dem Sichtfeld raus und wir denken nicht mehr daran. Wir müssen einfach erinnert werden an Wahrheiten, die auch da sind. Und so ist auch hier, wird Titus aufgefordert, dieses zu machen. Wie können wir das machen? Erinnere sie, dass sie gehorsam sein sollen. Ne? Was motiviert sie? Was kann einen motivieren, diese Unbekehrten, diese Gottlosen, die über uns stehen? Wie können wir motiviert werden, dass wir sie lieben, dass wir für sie beten? Und woran sollen wir uns erinnern? Erinnere sie, wo? Was? Okay, erinnere sie an Unterordnung. Okay, sehr gut. Dass sie sich den Regierenden und Obrigkeiten, also
So, was er sagt ist, sie sollen sich erstmal unterordnen. Das Erste ist, es ist einfach deine Pflicht. Die Bibel fordert das von uns, ordne dich unter. Das ist der erste Punkt. Es ist deine Pflicht, ganz einfach. Ich bin gehorsam in allem, solange es nicht gegen Gottes Willen geht oder gegen mein Gewissen, immer in dieser Reihenfolge Gottes Willen, dann das Gewissen und dann das Gesetz, immer in dieser Reihenfolge, dass ich gehorsam bin der Regierung und der Obrigkeit. Und diese Ausdrücke, ja, Regierung und Obrigkeit, die werden ja öfters im Neuen Testament benutzt, auch im allgemeineren Sinn. Zum Beispiel Epheser 6, Vers 12, da geht es ja um diese ganzen Mächte in den himmlischen Regionen. Wird auch dieser Ausdruck benutzt. Es wird auch weiter gesehen. Aber an anderen Stellen zum Beispiel, da wird es auch benutzt, einfach auch für diese lokalen Regierungen, die wir haben. Zum Beispiel Petrus oder in Lukas 12. Wenn sie euch vor die Synagogen und vor die Fürsten und Obrigkeiten führen, so sorgt nicht, wie oder womit ihr euch verteidigen oder was ihr sagen sollt. Also auch in diesem Sinne, dass es wirklich auch um diese Lokalen, wer auch immer gerade über ihn steht, ist. Nicht irgendeine Regierung oder irgendetwas. Auch wo Jesus zum Beispiel eine Falle gestellt werden sollte, da wird es auch gesagt, damit sie sich den Obrigkeiten und den Gewalten des Statthalters ausliefern konnten. Also sie wollten Jesus ausliefern, sie wollten Jesus auch diesen Leuten, die im Staat über ihnen standen, ausliefern. Und das war ihr Plan. Und ich habe das so aufgeteilt, wir haben einen defensiven Teil hier, den wir sehen, was wir nicht tun sollen, also ein protective, was machen wir nicht und was sollen wir machen. Also zwei Teile eigentlich, wenn wir diesen Text betrachten, sind das zwei Teile. Was sollen wir, defensiver Teil A, also was sollen wir nicht tun, also eher nach innen gerichtet. Also es fällt nicht auf, wenn wir dieses machen eigentlich, also wir fallen nicht auf dadurch. Im Grund eigentlich im Allgemeinen natürlich. Und ich denke, es ist manchmal so, vielleicht wie wenn man Dreck zu Hause hat. Es fällt nicht auf, wenn das Haus dreckig ist, aber es fällt auf, wenn es nicht sauber ist. Also wir sollen uns diesen Regierungen unterordnen und gehorsam sein. Das sind zwei Sachen, dass ich ihnen unterordne und gehorsam bin. Ich hab früher mal gedacht, unterordnen und gehorsam ist egal. Das sind zwei verschiedene Sachen. Im Allgemeinen folge ich ihnen, aber gehorsam, dann nehme ich das nicht so genau. Im Allgemeinen bin ich gehorsam. Ich unterordne mich so, aber gehorsam nicht. Nicht ganz, nicht, je nachdem, wo es mir passt. Aber hier lässt das eigentlich nicht. Es sagt unterordnen und gehorsam. Und ich sage, es steht ja immer noch im ersten Vers. Also erinnere sie, dass sie sich den Regierungen, Obrigkeiten unterordnen und gehorsam sind. Ob das bei den Steuern ist? Ja, Jesus fordert ganz klar auf, diese Juden, die eigentlich das System gehasst haben, diese Sachen wurden benutzt für die Götzentempel. Die wussten, mein Geld, das ich gebe für die Steuern, das wird benutzt für den Götzentempel. Und Jesus fordert trotzdem die Menschen auf, die Steuern zu zahlen. Ich denke, auch heutzutage wird es gelten für uns. Genau das Gleiche gilt auch, wenn wir im Straßenverkehr sind. Oft stelle ich mir die Frage, kann Jesus bei uns im Auto mitfahren, wenn wir fahren? Und ich glaube auch, dass wir als Brüder auch gerade, dass wir da vorsichtig sein müssen, dass unser Zeugnis auch glaubwürdig ist. Wir machen uns selber nicht glaubwürdig, wenn wir nicht gehorsam sind. Unser Zeugnis ist nicht glaubwürdig oder wir zeugen davon, dass es gar nicht da ist, dass es gar nicht echt ist. Aber auch im zivilen Leben, auch in dem ganz normalen Sachen, dass wir so lange es geht, gehorsam sind, auch der Regierung. Auch in den Sachen, die im natürlichen Leben die Regierung vielleicht von uns sehen möchte, dass wir auch da nicht rebellieren. Das ist nicht die Art, die Jesus oder auch die Bibel von uns haben möchte. Aber ich denke auch, wir können auch hier nicht nur auf die Regierung, was Hari hat das angesprochen ein bisschen schon gerade, ich denke, wir können das auch weiter ausweiten, dass wir zum Beispiel sagen, es ist auch im erweiterten Sinn, können wir dies auch verstehen, wie auch Titus das Kapitel 2 eigentlich darüber spricht, ja, wie bin ich als Papa zu Hause? Ja, dass zum Beispiel ihr Väter reizt eure Kinder nicht zum Zorn,
damit sie nicht unwillig werden. Ne? Wie leicht ist das, unsere Kinder zu ärgern? Und die ärgern uns auch, also einige von denen, ne? Ganz besonders. Aber wir haben dazu kein Recht. Oder als die Mamas, ne? Als die Frauen, dass sie besonnen sein sollen und sich auch unterordnen sollen, weil Gott es so will. Also hier geht es, dass wir der Regierung unterordnen. Ich hoffe, das ist ein anderes Verhältnis bei uns zu Hause, nicht das gleiche, wie wir zur Regierung haben. Aber auch dieses Unterordnen, auch sich drunter stellen, das ist etwas, was die Bibel möchte, was die Bibel von uns eigentlich fordert. Und ich sage gerade, wenn Frauen häuslich sind, ich liebe das, wenn ich zu Leuten komme und das ist sauber und es ist aufgeräumt und da ist irgendwas mit Fleisch auf dem Tisch. Das ist lecker, ja? Das ist gut, das schmeckt und das riecht und das ist sogar bodengefegt. Ne? Der ganze, ihr wisst ja, 10 Minuten bevor der Besuch ist noch schnell gesaugt und so, damit der Besuch nicht in irgendwelche Essensreste von gestern noch reintritt oder so. Aber wir machen das und es ist schön. Wir finden das sehr gut. Und es bringt eine schöne Gemeinschaft und man hat mal eine schöne Zeit, meistens auf jeden Fall. Aber auch auf Arbeit. Also ein anderer Punkt ist aber auch, dass wir auf Arbeit genau das Gleiche machen. Dass wir sagen, ich stehe hier unter jemanden, der über mich bestimmt. Es macht keinen Unterschied, ob mein Boss neben mir steht oder nicht. Wir haben nicht zwei verschiedene Messlatten. Ich habe einen Mann kennengelernt, oder ich habe ihn nicht so kennengelernt. Ich habe gearbeitet in der gleichen Firma und er war auch da. Und über den wurde gesagt, er war Christ. Und über den wurde gesagt immer, der gibt nie 100%, nur in der Pause, wenn er für sich selber arbeitet. Ja, dieser Mann, der konnte sagen, was der wollte über Christentum. Der könnte die besten Argumente gebracht haben, das gerade auch zu Haris Punkt. Sein Zeugnis war nicht wahr. Sein Zeugnis war schwach, wenn es überhaupt da war. Der konnte sagen, was er wollte, weil sein Leben nicht gepasst hat. Und das war nicht mal, ich sage, wieso muss ich dann 100% geben für den Chef? Der hätte mir auch mehr zahlen können, dann will ich vielleicht 100% geben. Ich weiß nicht, welche Ausrede auch gerade, ich sehe immer wieder junge Leute, die sagen dann, ja, bezahl mir richtig viel Geld, dann gebe ich auch richtig Gas. Wirst du niemals machen. Die Motivation nach 3 Wochen hört die auf. Das ist die billigste Motivation. Warum ist es aber wichtig, dass wir uns unter die Menschen stellen, die Gott über uns gestellt hat, dass wir nicht rebellieren? Warum? Ist es vielleicht, weil wir sagen, ja, wir wollen vielleicht eine Promotion haben, dass wir aufsteigen wollen? Vielleicht wollen wir sagen, dass wir, wenn wir es jetzt auch über Familien gesprochen haben, dass unsere Familien nach außen gut stehen? Ja, oder dass wir wollen, dass unsere Frauen das nicht böse auf uns sind, wenn wir falsch Besuch mitgebracht haben und denen nicht Bescheid gesagt haben. Oder damit der Mann nicht schimpft, ne, und lobt, das ist schön sauber zu Hause und so, ist auch gut. Aber das Wichtige ist, dass uns bewusst wird, dass wenn wir sagen, wir unterstellen uns irgendwo, ob zu Hause oder auch öffentlich, das macht hier nicht so einen großen Unterschied. Gott möchte, dass wir zu Hause uns unterordnen. Gott möchte aber auch, dass wir uns öffentlich unterordnen. Warum? Als dem Herrn. Kolosser 3, Vers 23. Als dem Herrn und nicht den Menschen. Es geht nicht um deine Familie. Es geht nicht um meine Familie. Es geht nicht um deine Arbeitsstelle. Es geht nicht um deine Promotion. Es geht nicht um dass wir für unsere Kinder irgendwas schaffen, was toll ist. Sondern es geht darum, dass Gott verherrlicht wird. Es geht, dass Gottes Name nicht in den Dreck gezogen wird, weil wir leben genauso wie die Menschen, die um uns sind. Und da ist jetzt, ich sage gerade hier, ich sage der nächste Satz eigentlich der einzige aktive Teil auch, ne? Also der nächste Wort, zu jedem guten Werk bereit. Wo wir auch sind, das heißt, ob wir zu Hause sind oder ob wir auf Arbeit sind, wissen unsere Arbeitskollegen, dass sie bei uns zu Hause willkommen sind. Weiß mein Kollege, wenn er aus seiner Wohnung geschmissen wird, dass er bei mir zu Hause rein dürfte. Oder würde ich sagen, nö, kann sich ein Hotel nehmen. Richtig gut. Oder sehen wir wirklich diese Nöte des Nächsten um uns herum? Sehen wir unsere nächsten Menschen? Und haben wir wirklich ein offenes Ohr? Sind wir bereit? Ich möchte keine Liste geben, weil ich glaube, jeder, wenn wir nur anfangen zu gucken in unserem Leben, dann werden wir auf einmal sehen, da sind Probleme. Und hier ist ein Arbeitskollege, der ist alleine. Hier ist einer, der hat Probleme. Hier ist ein Schüler in der Schule, der wird von allen fertig gemacht. Hier ist Und auf einmal wird die Liste ganz groß, wenn wir einfach unsere Augen öffnen. Und warum? So, dass sie, und jetzt Vers 2, dass sie niemand
verlästern, nicht streitsüchtig sind, sondern gütig, indem sie alle Menschen gegenüber alle Sanftmut erweisen. Dass sie niemand verlästern. Ganz kurz, es geht nicht darum, und manchmal, wenn man das so liest, dass sie niemand verlästern. Oh, wer sind sie? Das müssen die anderen Menschen sein, die Unchristen. Die müssen nicht verlästern, ne? Die lästern niemand. Aber es geht hier um die Christen, dass sie niemand verlästern. Es ist nicht die Welt, es sind die Christen. Es sind hier die Kreter, die faule Bäuche gewesen sind, aber jetzt zu Jesus gekommen sind und sie wollen ihre alten Züge wieder fallen, weil sie sind ja Kreter. Der zweite defensive Teil, ja, also wo sie sich wieder, wo er sagt, macht das nicht, tut es nicht. Und also es ist größer gefasst, es ist nicht nur diese Regierung, ich denke nicht nur unsere Familie, sondern auch wirklich die Regierung, auch die Leute, die über uns stehen. Wie reden wir über sie? Und ich sage, ich stelle mir oft die Frage auch selber, wie rede ich über sie? Die Frage, die ich mir auch stelle, ist zum Beispiel, wie sehen meine Arbeitskollegen oder die Menschen, die um mich sind, wie sehen sie das zum Beispiel, wenn ich, der ich behaupte, Christ zu sein, der ich behaupte, ein Bürger eines anderen Landes zu sein, wie sehen sie mich, wenn ich da auf der Straße demonstriere oder ich anfange, irgendwelche politischen Parolen nachzuraffen? Wenn ich irgendwelches politisches System anfange zu drücken als Christ, weil das ein guter Gedanke ist, auch wenn das vielleicht edel scheint, dass wir anfangen, da irgendwelche Parolen nachzumachen. Wie sehen das die, die nicht mit uns einer Meinung sind? Manchmal hören wir dann auch das, wir machen das für unsere Kinder. Das ist eine super Sache, finde ich top. Wir machen das für unsere Kinder. Ich weiß nicht, ob Titus nicht wusste oder ob Paulus nicht wusste, dass auch in dieser Gemeinde, vielleicht gab es da keine Kinder, weiß ich nicht. Ich vermute aber sehr stark, dass da auch Kinder waren, dass die Gemeinde gemischt war hier auch. Und wir machen das für unsere Kinder. Ne? Ich weiß nicht, was der Gedanke sein wird oder was der Gedanke ist. Aber ich glaube nicht, dass wir, wenn wir das politische System ändern werden, wenn wir ein Gesetz in Steinbach erlassen, das verbietet irgendwelche bestimmten Dinge, dass wir dann die ganzen Kinder gewinnen werden und die ganzen Steinbacher, weil wir ein Gesetz erlassen haben, das das verbietet. Es wird einfach heimlich getan. Wir machen nicht etwas, weil uns die Regierung zujubelt oder weil Christen zugejubelt wird. Und es ist wichtig, oder unser persönliches Leben oder das, was wir tun, und das Leben von anderen Christen, lebendigen Christen, wird, glaube ich, in dem Leben unserer Kinder viel mehr bewirken als irgendein Gesetz, das Mr. Trudeau erlässt oder nicht erlässt. Nämlich das Gesetz ist tot. Das Gesetz kann niemals Leben bringen. Und ich bin für Regierung und ich bin für Gesetz und Ordnung, aber es wird niemals Leben bringen. Und Licht, ich sage, unser Licht wird mehr leuchten, umso dunkler es wird. Aber so oft zerstören wir unser Zeugnis und sind nicht glaubwürdig, weil wir einfach irgendwelche dieser Dinge nachmachen oder nachaffen. Und wir vergessen, dass sehr oft, dass der Feind, wir sehen Menschen als Feinde an. Ich sage, dann fahren da Leute mit so einem Kreuz und mit einer Flagge von unserem Präsidenten, Prime Minister, und da stehen so interessante Worte drauf. Das passt nicht zusammen. Das passt hinten und vorne nicht zusammen. Und wir vergessen manchmal, dass der Feind sind nicht die Menschen. Der Feind sind nicht wiedergeborene Menschen, sondern der Feind ist der Teufel. Und sie sind gefangen. Und es wird so oft einfach klar, dass wenn diese Menschen diese Möglichkeit haben, jetzt sind sie an der Regierung und sie haben die Macht, dann wird es einfach klar, was schon vorher da war. Es ist einfach, was da drin ist und das kommt jetzt einfach nur zum Spielen, das kommt jetzt einfach raus. Das war aber schon immer da gewesen. Wenn der Mensch nicht wiedergeboren wird oder nicht wiedergeboren ist und er bekommt Macht, dann dreht er am Rad, weil er kann auf einmal was machen, er kann auf einmal große Sachen bewirken und er meint, er ist Gott. Das geht so schnell. Und ich sage, es kann gute und edle Gründe geben, aber die Frage, die ich mir auch stelle, ist,
Was ist es wirklich Gottes Wille, dass ich da mitmache? Jesus war unter diesen Römern und er hat sich nicht politisch beteiligt. Er hätte die Menge aufbringen können, dass sie gegen den Pilatus vorgegangen wären, dass sie gegen irgendwelche Sachen da vorgegangen wären. Er hat sich aber nie darum, er hat das aber nie getan. Wir dürfen nicht vergessen, dass diese Regierung, auch die wir haben, auch die Regierung in allen Ländern der Welt, dass es unter Gottes Hand steht und dass es Gottes Dienerin ist. Vielleicht auch hier kurz angemerkt, weil ich so negativ rede, ist, die Bibel hat aber nie oder hat aber nie, niemals aufgefordert, also ich wüsste jetzt nicht, vielleicht für jemand mich, ich bin bereit, meine Meinung zu ändern, aber ich weiß nicht von jemand, der sein Amt, wo die Bibel aufgefordert hat, diese Person, weil sie sich bekehrt hat, ihr Amt aufzugeben. Sehr oft haben Menschen sich bekehrt und sind dann auch haben dann ihr Amt niedergelegt, einfach weil die Regierung so korrupt war, weil sie auch nicht mehr weiterkommen konnten, weil sie nicht die Wahrheit sagen konnten, weil auch sie die Gefahr gesehen haben, gerade in so einem Umfeld zu leben, wo man viele Kompromisse machen musste und dann einfach korrupt wurden oder weil andere Leute korrupt waren, sind die oft aus der Regierung rausgegangen und haben nicht mehr mitgemacht. Aber sehr oft haben wir auch gesehen, dass die Menschen, die in der Regierung waren, die ganz oben waren, sie sind auch dort geblieben. Und sehr oft haben sie mit ihrem Leben bezahlt. Gerade wenn man die Märtyrer guckt, das sind so eine Menge von denen, die waren alle aus der Regierung. Die haben sich bekehrt, weil da Christen waren. Die haben nicht auf irgendwelche politischen Sachen gepocht, sondern die haben gesagt, ich habe einen anderen Herrn und ich lebe anders. Und die haben das Leben dieser Christen gesehen. Ohne dass sie eine Bibel gelesen haben, haben die nur diese Leute gesehen, was sie bereit waren zu geben. Und weil sie gesehen haben, wie diese Leute gelebt haben, ohne Bibel, ohne Mission, ohne Evangelisation. Sie haben gesehen, diese Leute leben so anders, dass sie sich bekehrt haben. Nur weil sie gesehen haben, was diese Leute bereit waren aufzugeben. Und das waren sehr oft auch Männer und Frauen, die ganz oben im Reich Gottes, also ich denke, die werden ganz oben sein, also im Reich Gottes. Die viel hatten auf der Erde und alles aufgegeben, weil die gesagt haben, es gibt etwas für die Ewigkeit, was viel mehr wert ist. Und dass die Gefahr ist, dass wenn wir scheinen uns dann, wenn wir anfangen uns gerade auch, ich denke, wenn wir hier richten oder anfangen zu reden, wenn wir anfangen zu lästern, die Bibel nennt das Lästern, also niemand verlästern, wenn wir anfangen so zu reden, dass wir uns zum obersten Richter aufspielen. Wir meinen das Recht zu haben, andere Menschen zu verurteilen. Und manchmal, ich weiß nicht, ob ihr euch die Frage stellt, ich habe mir die Frage gestellt, wäre das nicht gut, ich weiß nicht, ob ihr euch das, wenn wir so eine Stadt haben könnten, wo nur alles Leute wie wir wären, wäre das nicht super? Und der Gedanke ist eigentlich gar nicht neu. Gar nicht neu. Und das klappt einfach nicht, Geschwister, das geht nicht. Wir haben das gesehen, ob das die katholische Kirche war oder ob das die evangelische war, ob das die Protestanten waren oder die Anabaptisten. Unsere Leute. Jedes Mal, wenn sie das gemacht haben, ist das in die Hose gegangen. Das ist ganz, ganz stark daneben gegangen. Es geht nicht. Die Regierung und der Christ, das passt nicht zusammen. Das hat nie funktioniert. Ob das die katholische Kirche war, ich glaube, die hat mehr, also die hat, ich glaube nicht, nur ich bin mir sicher, sie hat mehr Leute umgebracht wie die säkuläre Welt. Die haben mehr Leute getötet wie die Heiden im Namen Gottes. Sie haben mehr sich aufgespielt. Und das sind alle Gruppen, die das versucht haben, sind keiner davon hat eine weiße Weste behalten. Keiner. Und sie meint, wenn Christen meinen, dass die Gemeinde, die das Land regiert, dann wird es besser sein. Das ist eine Täuschung. Das hat noch nie geklappt. Noch hat die Bibel gibt die Bibel uns irgendeinen Grund, dass wir das machen sollten oder dass wir danach streben sollten. Sagt die Kirche, die war so schlimm, gerade wir sprachen hier über Großbritannien, John Wycliffe hat ja gelebt, ne? Also 300 Jahre vorher. Und was passiert war, ist, die Katholiken waren das in diesem Zeitpunkt, die waren ja so sauer auf den, der hat ja die Bibel übersetzt. Und ein Satz, den er gesagt hat, war ja immer, dass Englishmen learn Christ's law best in English.
Moses heard God's law in his own tongue. Also Mose hat Gottes Wort nicht in irgendeiner komischen Sprache gehört, sondern in seiner eigenen Sprache. Und genauso auch für die englischen Leute, dass sie, Englishmen learn Christ's law in best in English. So. Auch für uns. Es hilft ja nicht, wenn ich Französisch hier rede und keiner mich versteht. Und das war auch der Wunsch von diesem John Wycliffe, und der hat ja die Bibel übersetzt. Und die Kirche, die war so sauer auf ihn, dass sie dann genommen hat, und er ist ja einfach vom alten, vom Age, also der war gestorben, und die waren so sauer auf den, dass sie den nichts antun konnten so richtig. Die haben den 50 Jahre später ausgegraben und haben den dann verbrannt. Die haben eine Leiche, die 50 Jahre liegt, schon ausgegraben, weil sie dachten, sie würden im Namen Gottes irgendwas tun. Ich sage, und da gibt es Geschichte nach Geschichte nach Geschichte, wo du denkst, wie kann das so sein? Die haben ihre eigenen Kinder an den Galgen gebracht, wegen ihrer Religion oder irgendwelchen verrückten Vorstellungen. Die ersten Christen hatten bestimmt viel Negatives zu sagen, gerade auch über ihre Gefängnisaufseher, gerade über ihre Regierung, gerade über Nero, über diese ganzen gottlosen Dinge, die da gelaufen sind. Hier hätte Titus ja sagen können, steht auf, macht was, bildet eine Partei, macht eure eigene Regierung. Gar nichts davon. Aber unsere Aufforderung ist, haltet Frieden mit jedermann, so viel es an euch liegt. Und es war wichtig, dass die Leute hier verstanden, verschmäh nicht deine Regierung, dein Prime Minister, dein Kanzler, dein König, dein Statthalter. Rede nicht schlecht über sie. Und so steht Paulus ja vor dem Hohen Rat. Und Paulus hat ja nicht gute Augen gehabt. Also wir vermuten das, und es ist eine sehr solid Vermutung, dass er schlechte Augen hat. Und er wird ja verklagt von den Juden. Und da kommt ja eigentlich ein Mann, gegen den Paulus eigentlich redet. Das ist einer der schlimmsten Feinde. Das ist absolut ein Hohepriester der Juden, steht da vor Paulus. Und Paulus sieht ihn nicht. Und er nennt ihn ja eine getünchte Wand. Ne? Er tut ihn ja verschmähen. Und wo ihm dann gesagt wird, dass der Hohepriester ist, dann sagt Paulus, ich wusste nicht, ihr Brüder, dass es der Hohepriester ist, denn es steht geschrieben, und er zitiert aus dem Alten Testament, über einen Obersten deines Volkes sollst du nichts Böses reden. Also Paulus zieht zurück in dem Moment, wo er sagt, oh, das ist ein Oberster, der steht über mir. Und er zieht das zurück und redet in Respekt mit ihm. Eine getünchte Wand ist schon ein härteres Argument. Und ich sage, wir schreiben Menschen so leicht ab, so schnell ab. Und ich sage, wir dürfen, ich habe das eben doch schon erwähnt, wir dürfen uns nicht wundern, wenn ungläubige Menschen, die auf einmal Macht bekommen, handeln wie ungläubige Leute. Da ist ja kein Restrain mehr, da ist ja gar nichts mehr, was sie zurückhält. Die können machen und tun, was sie wollen, es hat keine Konsequenzen mehr für sie. Und was hilft es dann, wenn wir wüten und toben und versuchen, dieses System zu besiegen? Und ich sage, da müssen wir aufpassen, dass wir nicht das Missionsfeld und den Feind vertauschen, dass wir den wir eigentlich missionieren müssen, und den, der Feind wirklich ist, vertauschen. Wir sollen auch nicht streitsüchtig sein. Jemand, der immer Recht haben muss, der immer das letzte Wort haben muss. Wir können ruhig verlieren auf der Ebene. Sondern jemand, der gütig ist. Der sich nicht höher stellt wie die anderen Menschen, der sich nicht höher stellt wie die über ihm stehen. Und ich sage, Jesus ist unser bestes Beispiel. Er ist gehorsam, er geht sogar bis an das Kreuz und stirbt für uns Menschen. Einer, der es eigentlich nicht verdient hat. Und dem sie alle Menschen gegenüber Sanftmut erweisen. Ich sage, wenn man anfängt, in dieses reinzurutschen, ich habe da so meine Zweifel mit der Sanftmut. Ich habe da so sehr starke Zweifel, weil es geht meistens nicht sanftmutig her. Es geht nicht daher, es ist nicht respektvoll. Und ich sage, man hat alle Fakten auf seiner Seite, aber wenn man nicht mit Ehrerbietung der anderen Person gegenüberkommt und respektlos handelt oder respektlos redet, dann wird man den anderen nicht gewinnen. Und ich sage, unsere Aufgabe ist es nicht, ein Argument zu gewinnen. Unsere Aufgabe als Christen ist es nicht, ein Argument zu gewinnen. Wir können jedes Argument verlieren, das ist nicht so schlimm. Wenn wir den anderen Menschen gewinnen, dann haben wir gewonnen. Unsere Aufgabe ist es, die Menschen, die Jesus uns im Leben stellt, zu gewinnen.
Ich merke, ich habe keine Zeit, ich habe noch die Hälfte. Ich werde aber kürzer das zusammenfassen. Und was ist wichtig? Natürlich ist wichtig, dass wir unsere Stellung, es wird nicht von alleine kommen. Wir können sagen, ja, wir haben den Heiligen Geist, aber wir haben das Wort Gottes. Und hier sehen wir, hier sind einige Sachen. Zuerst mal ist es deine Aufgabe. Es ist deine Aufgabe, dass du aufhörst, schlecht über die Regierung zu reden. It's none of your business, mit anderen Worten. Das andere ist, wie können wir unsere Einstellung richtig stellen? Ja, diese Kreter, die faulen Bäuche, diese Tiere, bösen Tiere und Lügner. Wie können sie ihre Einstellung ändern? Und das sind eigentlich gerade diese Verse 3 bis 7. Diese Einstellung, die wir als Christ haben müssen, die wir manchmal vergessen. Wie war mein Leben, bevor ich gerettet war? Wie war ich gewesen? Wer bin ich wirklich im Grund ohne Jesus? Wer bin ich gewesen? Denn auch wir waren einst. Dies hat uns damals ausgemacht. Das ist das, was mich ausgemacht hat. Ohne Jesus bin ich das. Und diese Liste, die jetzt kommt, ist eigentlich nicht eine Schmeichelliste. Und ich will ganz kurz durch die Liste durchgehen. Diese Liste, die hat mich ausgemacht. Und ich sage jedes Jahr, wenn wir in Kanada Remembrance Day haben, dann haben wir immer dieses Lest We Forget, glaube ich, letztes Jahr, weil mir das irgendwo aufgefallen, ne? Oder letztes Mal, Lest We Forget, dass wir nicht vergessen sollen, die Sachen, die im Zweiten Weltkrieg passiert sind, dass wir an diese Sachen erinnern, die Leute, die gegangen sind und gekämpft haben für uns. Aber ich glaube auch hier ist das, dass wir manchmal vergessen, wer wir wirklich sind. Und wenn wir vergessen, wer wir wirklich sind, wer wir sind, ohne Jesus, dann werden auf einmal auch unsere Einstellungen sich zu den anderen ändern. Und er sagt, wir waren unverständlich, wir waren foolish, you are a fool. Können kein geistiges Wachstum verstehen. Wir drehen uns nur die ganze Zeit um uns selber. Unweise Entscheidungen und das Ende ist, dass wir eine zerstörende Lebensweise haben, die einmal unser Leben zerstört. Aber wenn es zum Ende des Lebens kommen wird, werden wir auch zerstört werden, weil wir im Zorn Gottes stehen. Weil wir nichts mitnehmen können, nicht mal unsere Goldzähne, wenn wir sterben. Nichts, es bleibt alles hier und wir leben so, als ob wir ewig hier sein werden. So ist das eigentlich der Zustand des Menschen ohne Gott. Er lebt nur für diesen Moment, er hat ja auch nur diesen Moment. Ungehorsam, also es ist negativ. An erster Stelle, erstmal leben wir als ungehorsam gegen Gott, gegen die Mitmenschen, zu Hause gegen Mama und Papa. Wieso sind unsere Kinder immer ungehorsam? Gehen in die Irre, eine verdorbene Gesinnung, landen meistens in der Sackgasse und ich sage, das größte Problem ist, dass wir weg von Gott gehen. Wir gehen weg von Gott in die ewige Verdammnis. Das ist der Weg des Menschen. Und niemals, und sich nicht bewusst zu werden, wenn ich diesen Weg gehe, dann werde ich niemals mehr die Möglichkeit haben, wenn dieses Leben zu Ende ist, mit dem lebendigen Gott in eine Gemeinschaft zu kommen. Das ist ein schrecklicher Zustand, wenn man sich darüber mal Gedanken macht, zu wissen, wenn dieses Leben zu Ende ist, meine Goldzähne ausgedient haben, dann liege ich unter der Erde und ich werde vor dem lebendigen Gott stehen. Und was habe ich dann gebracht? Wenn ich nicht wiedergeboren bin und nicht Jesus habe, dann habe ich gar nichts. Dann stehe ich im Zorn zu diesem lebendigen Gott und ich werde niemals, niemals mehr eine Möglichkeit haben, mit diesem lebendigen Gott eine Gemeinschaft oder eine Zeit zu haben, wo ich mit diesem Gott, der mich geschaffen hat, leben kann. Sie gingen in die Irre, ja, einmal, ich sage auch John Bunyan gerade, dieses falsche System, dieses falsche religiöse System, das ihnen kein Leben gebracht hat, aber auch unsere eigene böse Lust. Auch das, was wir sagen, wir sind nicht religiös, aber wir sind einfach nur böse. Und hier steht dann, sie dienten mannigfachen Lüsten und Vergnügen. Und ich sage, das ist der einzige Punkt, wo wir vielleicht sagen könnten, ja, weißt du, Lust ist ja gut, ich habe meine Lust am Gesetz des Herrn, oder? Gut, guter Satz. Oder auch andere Wörter, gerade im Grundtext, Lüste und Vergnügen, ne? Vergnügen kann auch ja positiv sein. Aber auch hier in diesem Text stehen wir dienten und im Griechischen heißt das auch, wir waren Sklaven. Wir waren Sklaven, das ist wirklich ein Ausdruck, ja? We're slaving, im Englischen können wir sagen, we're slaving. Also die waren unterdrückt, sie konnten nicht raus aus dieser Sklaverei oder wir konnten nicht raus aus dieser Sklaverei. Wir gehören ja dazu. Und es kann auch passieren, dass wir auch heute noch als Christen, dass wir in diese Schlinge des Teufels reingehen und er uns nicht loslässt.
und wir dann ein Problem haben. Aber wir haben einen, der uns helfen kann. Auch Timotheus sagt ja, dass sie wieder nüchtern werden. Das sind Christen, die waren unnüchtern geworden. Die sind in die Schlinge des Teufels gegangen. Und er sagt dann, helft ihnen, dass sie wieder rauskommen aus dieser Schlinge. Gerade auch Kinder. Wenn es steht, mannigfache Lüste. Was heißt das? Mannigfach. Ist das vielleicht so ein Mann? Ein Mann, ne? Ein Mannfach, oh, richtig. Was heißt mannigfach eigentlich? Das ist ein komisches Wort auf Deutsch, oder? Mannigfache Lüste eigentlich. Irgendeine Idee? Genau. Einfach eine ganze Palette. A whole stack of stuff. Lots of different options, ne? Also viele verschiedene Optionen. Mannigfache Lüste. Es gab viele, viele verschiedene Lüste. Diverse, vielfältig. Also es gibt viele diese Lüste. Und hier kommt diese Lust, ne? Und kann es positiv sein? Diese Frage, die ich eben gestellt habe. Kann diese Lust positiv sein? Oder kann, und es gibt das in der Bibel. Aber hier, gerade dieses Wort, was ich gemacht habe, ich habe nachgeguckt, dieses Wort, gerade im Grundtext. Oder es gibt zum Beispiel, ich sage wörtlich mit Lust, ich habe gelüstet. Oder Lukas auch zum Beispiel, Jesus sagt, ich habe mit Lust gelüstet, glaube ich, wenn das aus dem Grundtext genommen wird. Jesus, wo er das Abendmahl halten möchte, benutzt ein ähnliches Wort. Aber genau dieses Wort, das hier verwendet wird, in dieser Form, kommt nur 10-mal im Neuen Testament vor. Ich versuche das nicht vorzulesen. Das kommt nur 10-mal vor. 39 gibt es Abwandlungen davon, die auch manchmal positiv sein können. Aber dieses Wort, das hier steht, in diesem Abschnitt, wir dienten mannigfachen Lüsten. Dieses Wort, so wie es hier steht, kommt 10-mal im Neuen Testament vor. Niemals positiv, nicht ein einziges Mal oder neutral, immer negativ. Dieses, wir dienten mannigfaltigen Lüsten, da war keine Lust, die gut war. Jede Lust war negativ. Und so lebt man dahin und in diesen Lüsten und sie kontrollieren eigentlich. Sie kontrollieren das Leben und diese Lüste, sie können wir können ihnen nicht Halt gebieten. Sie bestimmen uns, sie treiben uns. Das gleiche auch mit Vergnügen. Das Wort Vergnügen, ja, Pleasures, ist genau das Gleiche. Es ist negativ. Es gibt es nicht im Positiven. Gerade im Neuen Testament, dieses Grundwort, das gibt es nicht im Positiven. Was ich damit sagen möchte, ist, wenn wir diese Liste uns angucken, wir sagen, alle diese Sachen sind negativ, aber vielleicht gab es doch, wo ich nicht wiedergeboren, vielleicht gab es ein ganz kleines bisschen, wo ich gut war. Vor Gottes Augen, vielleicht gab es da doch ein bisschen, was Gott sagen könnte, der John, der ist ein bisschen gut. Ein ganz kleines bisschen. Eine Lust ist gut. Aber die Bibel hier, die sagt, durch und durch verdorben, 100%. Nicht 99.9999 und dann ein bisschen gut, 100% verdorben. Und das ist eigentlich das, was hier Titus eigentlich klar machen möchte, diesen Leuten, dieser Gemeinde, mit den Leuten, mit denen er arbeitet, dass er denen klar machen möchte, ihr seid kein bisschen besser, nicht mal ein bisschen besser, wie der Schlimmste da oben. Nur weil ihr nicht die Möglichkeit bekommen habt, nur weil ihr es nicht geschafft habt in eurem Leben, an diese Stelle zu kommen, wie diese Leute in Power, ihr seid aber kein bisschen besser. Eure Natur ist kein bisschen besser. Verhasst und einander hassend. Grausam, dieses zu sehen. Wie Menschen sich hassen können die ganze Zeit. Und manchmal für ganz, ganz, ganz banale Sachen. Und dann kommt Gott und er rettet uns. Da kommt Gott und er rettet uns. Und er nimmt uns raus. Und nicht, weil wir irgendwas verdient haben. Vers 5, der hat uns nicht um unser Werke der Gerechtigkeit willen, die wir getan hätten, sondern aufgrund seiner Barmherzigkeit errettet durch das Bad der Wiedergeburt. Jesus kommt auf die Welt, stirbt am Kreuz, jetzt dürfen wir das annehmen und werden Kinder Gottes. Wir sind gewesen Leute, die nichts null gebracht haben. Nix. Und er kommt und er rettet uns arme Würstchen, uns kleine Würmchen, die wir gegen ihn rebellieren. Und er drückt uns nicht kaputt, sondern er nimmt und schickt seinen Sohn, dass wir leben können. Und er sagt, jetzt kommt dieses Bad der Wiedergeburt, er nimmt unsere Schuld weg. Und wir werden nicht körperlich reibig, sondern innerlich sauber. Und dieser Leopard, der seine Flecken nicht wechseln konnte, wie Harry gesagt hatte vorher, er konnte seine Flecken nicht wechseln, Gott macht es. Gott macht ein Wunder, er wechselt diese Flecken aus. Er wechselt nicht nur die Flecken außen, sondern nimmt das Herz und macht ein neues Herz da rein. Und auf einmal kann der ein fauler Kreter war,
der böse war, der nichts Gutes gebracht hatte, auf einmal kann er leben und lebendig werden. Und jetzt ist sein Bürgerrecht nicht mehr ein Kreter, jetzt ist er nicht mehr ein Kanadier, jetzt ist er nicht mehr ein Deutscher, jetzt ist er nicht mehr ein Russe, sondern er ist ein Bürger des Himmels. Das ist seine Staatszugehörigkeit. Wir sind nicht Kanadier an erster Stelle, wir sind nicht Russlandsdeutsche, sondern wir sind Bürger des Himmels. Wenn Jesus für dein Leben bezahlt hat, wenn Gott gekommen ist und dir Errettung gegeben hast, dann nimmt er dieses Herz und ich sage, Spurgeons, einer seiner größten Botschaften war gerade in dieser Sache, dass er darüber spricht eigentlich, wie wir Bürger des Himmels werden. Ich finde, das ist einer der besten Botschaften von Spurgeon. Und er spricht davon, es ist egal, es ist nur noch zweitrangig. Das ist so, wenn wir vielleicht jetzt nach Mexiko in den Urlaub fahren und wir wissen, da gibt es viele Kartelle, die negativ sind. Da gibt es viel böse Sachen. Wir gehen nicht hin mit großen Plakaten und sagen denen, was sie alles falsch machen. Wenn wir die Möglichkeit haben, versuchen wir sie natürlich zu gewinnen. Aber das ist nicht unser Land. Ich habe es Mexiko genommen, weil hier keiner Mexikaner ist, glaube ich. So. Aber es ist nicht unseres. Und ich glaube, das ist auch das, was wir manchmal vergessen. Wir glauben, dass wir hier leben. Und wenn wir das System hier gut machen, dann wird es hier die Ewigkeit geben. Unsere Ewigkeit ist nicht hier. Unsere Ewigkeit ist woanders. Wir sind Bürger des Himmels. Wir leben einfach hier, wir handeln hier, wir sind hier und deswegen leben wir hier und wir sind Zeugnis und wir tun Gutes. Und das ist gerade das auch, was hier uns bewusst werden muss. Ich bin nicht besser wie Justin Trudeau, wenn Gott mir nicht Gnade gegeben hätte. Ich bin nicht besser wie Putin und nicht besser, ich weiß nicht, wen wir noch da reinstecken möchten. Ich bin um kein bisschen besser, nicht ein Zentimeter. Nicht ein Millimeter. Und wenn uns das bewusst wird, dann werden wir auf einmal eine ganz andere Sicht haben. Ich bewundere diese Leute aus Nordkorea, die sagen, wir beten für unseren John King. Und da, wie geht das? Wie kann man sowas sagen? Weil sie nicht Bürger sind. Sie sind nicht Nordkoreaner, sie sind erstmal Bürger des Himmels. Sie leben nur gerade dort. Glaubwürdig, Vers 8, das ist der letzte Vers und wir sind dann fertig. Glaubwürdig ist das Wort und ich will, dass du dies mit allem Nachdruck bekräftigst, damit die, welche an Gott gläubig wurden, darauf bedacht sind, eifrig gute Werke zu tun. Dies ist gut und nützlich für die Menschen. Das war auch im ersten Vers ein bisschen durchgekommen gerade. Aber hier schließt er das nochmal ab und ich sage, ich lerne auch gerade, wie präsentiert man Sachen. Das Wichtigste zuletzt, oder? Nicht irgendwo versteckt in der Mitte. Das Wichtigste kommt hier im Vers 8. Glaubwürdig ist das Wort, nachdem wir von so einem schlimmen Zustand errettet wurden, von diesem schrecklichen Verdammnis errettet wurden, wir, die wir rebelliert haben gegen Gott, jetzt dürfen wir leben und Gottes Kinder sein. Glaubwürdig ist dieses Wort. Und jetzt gerade auch auf diesem Bezug, auch diesem Abschnitt, ich will, dass du dieses Wort, das hier vorgesprochen wurde, glaubwürdig ist dieses. Gott hat uns errettet, Gott hat uns so viel gegeben. Wir sind nicht Bürger dieser Welt, sondern wir sind Bürger des Himmels, dass du dies mit Nachdruck bekräftigst. Er sollte das nicht nur so ein bisschen so nebenher erwähnen, sondern mit Nachdruck. Das war wichtig, dass es den Leuten bewusst wird, ihr seid nicht Bürger dieser Welt. Damit die, welche an Gott gläubig wurden, darauf bedacht sind, also es geht jetzt, ja, wir wurden erkauft, wir sind gläubig geworden und jetzt worauf müssen wir bedacht sein? Was ist denn wichtig? Das war gerade was Vers 1 und 2, was ich im Detail schon erwähnt habe. Aber was ist wichtig, dass wir gute Werke tun? Nicht deswegen, dass wir errettet werden, sondern weil wir errettet sind. Und ich sage, sehr oft sind wir die faulen Bäuche, die liegen auf dem Sofa, und haben einfach keinen Bock, keine Lust. Wir haben es ja verdient, wir haben ja schwer gearbeitet den ganzen Tag. Wir wollen nicht. Und der Nächste, der neben uns untergeht, der geht unter. Und ich sage, jedes System, auch in der Zeit, in der wir leben, kam nicht deswegen, weil irgendjemand groß etwas gemacht hat. Gerade wenn da oben groß gemacht wird, hin und her geschoben, das ist immer so vorläufig, immer so kleinlich. Das ist heute da und morgen hier. Und es geht immer in alle Richtungen, je nachdem, wie der Wind pustet. Aber wir haben etwas, was ewig ist und was ewig bleiben wird. Und das ist unsere Bürgerschaft, die wir im Himmel haben. Und ich glaube, das muss uns bewusst werden, wenn es auch hier bunt wird.
Wir sind Bürger des Himmels. Und das muss uns bewusst sein, dass wir das vor Augen haben, auch wenn es darunter geht. Und das ist das Beste, was wir machen können für unsere Nachbarn. Das ist das Beste, was wir für Steinbach machen können. Das ist das Beste, was wir machen können für unsere Kinder. Wenn sie sehen, dass unser Leben das zeigt, was einem Bürger des Himmels entsprechend ist. Möge Gott uns Gnade geben. Ich mache hier Schluss. Lass uns noch beten. Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass du uns Gnade gibst und manchmal gefällt uns dein Wort nicht und auch ich selber, ich möchte nicht oft unwillig und oft stur und wir wollen immer das, was vor uns gerade vor Augen liegt und manchmal, wenn wir dein Wort lesen, dann passt es uns nicht und so bin ich dir dankbar einfach für deinen Geist, aber auch für dein Wort, dass du uns Gnade gibst und dass wir immer wieder erinnert werden, wer wir wirklich sind und was wir sind und was uns ausmacht, was uns die Zukunft bringen wird und dass wir hier wirklich nur eine kurze Zeit sind, dass wir hier noch ein paar Minuten sind und dann alles vorbei sein wird und dass du einfach uns Gnade gibst, dass wir die richtige Einstellung, die richtige Sichtweise bekommen können, dass wir als Gemeinde nicht irgendwelche Ziele verfolgen, die vergänglich sind, sondern dass wir die Sachen, die in der Ewigkeit bleiben, dass wir sie vor Augen haben, dass wir die Menschen nicht verurteilen, vielleicht weil sie eine andere Denkweise haben, vielleicht die andere Partei gewählt hätten, sondern dass wir sehen sie als unser Missionsfeld, sie sehen als Menschen, die Rettung brauchen und dass wir wirklich auch durch unser Leben, durch das, was wir tun, vielleicht dadurch, dass wir auch unsere Türen öffnen, unsere Herzen, auch unsere Taschen, dass du uns einfach Gnade gibst, dass wir auch dich damit verherrlichen und dass du groß gemacht wirst. Und dir sei der Dank für alles. Amen.